Lustige Witze in 3, 2, 1, los. Immer mehr Horrorclowns erschrecken die Leute. Dabei steht doch schon in der Bibel als 7. Gebot, du sollst nicht klauen. Hab jetzt auch endlich Online-Banking. Jetzt kann ich mir von überall anschauen, dass ich kein Geld habe. Super Erfindung. Leben Eichhörnchen im Winter eigentlich von ihren Ersparnissen? Im Zug sitzt gerade einer mit einer Sporttasche neben mir und furzt. Er sagte ganz trocken, ich bin zwar Torhüter, aber der war unhaltbar. Als Mann kann man ja im Liegen sowohl ein Sitzen als auch gleichzeitig ein Stehen haben. Das ist Multitasking, Mädels. Ich bin zwar kein Schönheitschirurg, aber ich könnte dir trotzdem ins Gesicht spritzen. Flirten? Kann ich. Leute, die einen fragen, ob man vom Barhocker gefallen ist, wenn man gerade vom Barhocker gefallen ist. Das Daneben machst du nichts vor. Als ich klein war, hatten Autos hinten noch Aschenbecher für Kinder. Früher in Mathe. 3 Kamele essen 7 Bücher. Wie viel Laub wächst auf Oma, wenn 13 Mikrowellen ihre neuen Fahrräder mit Käse besprühen? Gurke. Meine Eltern haben ein neues Auto, mit diesen Scheinwerfern, die entgegenkommende Fahrradfahrer direkt vom Sattel lasern. Willkommen zum Treffen der anonymen, zwanghaften Bastelmaterialsammler. In der heutigen Gruppenübung werfen wir eine leere Küchenrolle weg. Der Vorteil, ein Atheist zu sein, liegt in der zusätzlichen Freizeit. Keine Sonntagstermine oder aufwendige Anproben für Sprengstoffwesten. Ich liebe Studentenfutter, wahrscheinlich, weil ich so viel in der Uni rumhänge. Wie ist es bei dir? Ich hab's so mit Puffreis. Wir leben in einer Zeit, in der der Satz, pass vor den Clowns auf, wenn du Pokémon jagen gehst, durchaus berechtigt ist. Gibt es im Krematorium eigentlich Preisnachlass für Brandopfer? Hattest du eigentlich schon mal eine Dicke? Nein, du bist die Erste. Paul, 22, wieder Single. Beschreibe dich selbst mit einem Wort. Guter Zuhörer. Wir sind nicht reich, wenn wir alles haben. Wir sind reich, wenn wir nichts mehr brauchen. Geschichtslehrer. Ihr könnt eure Noten in 2 Tagen auf YouPorn finden unter dem Eintrag Geschichtslehrer fickt Klasse. Was ist das Lieblingstier eines Blinden? Der Seehund. Ohne Internet müsste man im Winter das Haus zum Einkaufen verlassen. Wie so ein Tier. Es gibt 6 verschiedene Arten, sich bei einer Frau zu entschuldigen. Keiner davon funktioniert. Die Deutschen trinken und rauchen weniger. Wer von euch schwächelt denn da schon wieder? Kinder, die am Meer bei jeder Welle euphorisch hinrennen, aber dann total panisch wieder weglaufen, beschreiben mein Flirtverhalten ziemlich gut. 3 Dinge, die ich mir immer zu viel mache. Hoffnungen, Gedanken, Nudeln. Nehmen Sie den Döner auf die Hand? Nein, direkt auf die Jacke und auf die Schuhe bitte. Die Pille ist nur das Zweitbeste, was eine Frau schlucken kann, um nicht schwanger zu werden. Wer sich kein Kondom leisten kann, kann sich kein Kondom erst recht nicht leisten. Yeah, wenn ihr links klickt, kommt ihr auf die letzte Folge und wenn ihr rechts auf das Logo klickt, könnt ihr diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Denn brandneue lustige Witze gibt es jeden Freitag um 17 Uhr. Jeder liebt Witze und jeder liebt es zu lachen, also empfehlt doch diesen Kanal einfach mal einen Freund weiter. Haut raus, bis nächste Woche.